In diesem Video zeige ich euch, wie ich die Hose am Bund enger nähe und Perlen auf die Hosenbeine aufnähe. Im ersten Schritt habe ich das Futter an die Jeans angeklebt, hat sich wohl durchs Waschen und Tragen einfach abgelöst. Ihr nehmt einfach ein Stück Vlies und klebt es oder legt es zwischen die beiden Stoffe und bügelt es dann durch, damit es einfach fest bleibt. Ihr nehmt einfach Perlen oder Steinchen, was euch eben gefällt, und platziert sie auf die Hosenbeine und macht am besten ein Foto und könnt ihr mal nachschauen, wo ihr was hingelegt habt. Und am Schluss einfach annähen. Habe ich den Bund aufgetrennt, die Seitennähte und die Gesäßnaht. Ungefähr von der Länge, damit ihr die Mehrweite wegnehmen könnt. Auch im Sommer habe ich die Nähte aufgetrennt, so habe ich ein paar Zentimeter an Länge gewonnen, da mir die Hose etwas zu kurz ist. Differenz müsst ihr dann wegschneiden. Zuerst habe ich die Mitte rausgefunden, dann habe ich hier eingeschnitten. Die Gürtelschlaufen haben mich gestört, da habe ich sie einfach abgemacht. Dann, wie gesagt, die Differenz einfach abschneiden, auf beiden Seiten aufteilen. Bei mir waren es dann jeweils 3 cm knapp. Den Bund aufmachen und Innenbund an Innenbund legen, einmal durchsteppen, dasselbe natürlich immer am Außenbund auch. Jetzt bei der Nahtzugabe müsst ihr eine Seite
nach links machen, die andere Seite auf rechts, damit es nicht so dick wird, wenn man es zusammen macht. Und oben einmal durchsteppen. Jetzt nehmt ihr den Bund und die hinteren Hosenbeine und legt den wieder dazwischen. Und zweimal durchsteppen, so wie das Original. Angenäht, so wie es vorher war. Und zum Schluss die Schlaufen annähen und der Rest, der übersteht, der innen drin, einfach abschneiden, wenn man es vergessen hat, vorher mit einzufassen. Aus.